Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Heute spielen wir weiter im Hauptspiel, also Infizieren. Wir machen weiter mit dem Virus. Und zwar würde ich diesmal gerne auf Normal spielen. Einfach ist einfach. Deshalb machen wir das. Und wir nehmen, keine Ahnung, irgendwas. Und dann schauen wir mal, was wir hier benutzen. Ich würde zuerst, ich weiß nicht, hier weiß ich nie wirklich, was man nehmen soll. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da würde ich den Landbonus so lassen. Und statische Symptome, statische Übertragung, statische Fähigkeiten. Ich glaube, wir nehmen statische Fähigkeiten. Hier auf jeden Fall die Übertragungsmutation. Die Sache bei Viren ist, dass sie sehr viel mutieren. Und wenn man hier die Übertragungsmutation hinzunimmt, dann können sie eben auch Übertragung mutieren, was sehr schön ist. Und hier, ja, lassen wir den Trockenbonus. Hier würde ich weiß nicht, einen von den beiden nehmen. Die rote DNS oder die orangene DNS. Ich glaube, wir nehmen die orangene DNS, einfach so. Hat nicht wirklich einen Grund dafür. Und dann starten wir einfach mal das Ganze. So, da haben wir es, Plague Inc., ja, bla bla. Und wir starten diesmal in Russland. Es hat einen speziellen Grund, den habe ich euch eigentlich auch vor ein paar Folgen schon gesagt. Wir müssen Grönland einnehmen. Und Grönland ist eines der schwersten Plätze, die man bekommen kann. Dafür braucht man entweder Norwegen, Russland oder eben die baltischen Staaten. Norwegen ist relativ weit oben, noch dazu ist es ein reiches Land, also schwerer zu infizieren. Die baltischen Staaten sind natürlich nicht so reich, sind ländlich, aber sie sind relativ klein. Und da haben wir noch Russland. Weil Russland so lange Grenzen hat, kann es sehr viele Länder einfach infizieren. Und es hat auch eine relativ große Bevölkerung. Jetzt nicht absonderlich groß, aber es ist auch China nebendran. Das heißt, wir können auch relativ schnell China infizieren. So, da haben wir es. Ja, es befällt Russland. Und dann läuft das gerade noch ein bisschen. Virus-Krankheitstyp. Es ist ein Virus. Ein Virus unterliegt willkürlichen, schnellen Mutationen, wie schon gesagt, und kann sehr schwer zu kontrollieren sein. Eine Rückentwicklung kostet DNS-Punkte. Das heißt, wir könnten Sachen rückentwickeln, aber es lohnt sich nicht annähernd. Deshalb müssen wir darauf warten. Perfekt, da waren gerade DNS-Punkte direkt hinter diesen Zeitfeld hier. Übertragung, Symptome, nehmen wir mal erstmal die Symptome wieder. Husten und Niesen, standardmäßig. Fest der Liebe in Russland, sehr schön. Dann werden ein paar mehr Leute infiziert, wir brauchen 6. Und dann können wir uns auch schon Niesen holen. So, ja, dänische Mafia wird zu mächtig, das ist natürlich sehr schön. Hat eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun, aber gut. Und damit weitere Punkte. Die sind immer so weit versteckt, das finde ich ein bisschen doof. Und hier, wir haben virale Instabilität. Bei den Bakterien hatten wir Widerstandsfähigkeit. Und hier haben wir eben die häufigere Mutationen. Das werden wir uns auch einfach mal gleich holen, weil wir ja mit diesem einen Upgrade hier auch Übertragung mutieren können. Das heißt, wir müssen dafür nichts ausgeben. Seht ihr, Blut 1 Übertragung mutiert. Blut 1 ist jetzt nicht so besonders, aber es ist auf jeden Fall etwas. Ja. Und egal was es ist, es fördert eben die Infektion. Und wir haben auch schon 2000 infiziert. Tsunami verwüstet Mexiko. 500 Leute tot. Naja, kann man nicht ändern. Und wir haben China.
Zwei Personen sind schon infiziert. Und wir haben direkt Wasser, zwei Übertragungen. Also es ist einfach komplett overpowered. Ihr seht, wir haben direkt ein Upgrade bekommen, das extrem gut ist, um eben Grönland zu infizieren, sowie auch andere Länder wie eben hier Madagaskar oder Neuguinea, die Philippinen, Indonesien, Neuseeland, solche Inseln oder eben auch die Karibik. Das sind alles Sachen, die nur mit dem Schiff erreichbar sind, ansonsten eben nicht. Und deshalb braucht man auf jeden Fall Wasser, und wenn wir gleich Wasser 2 haben, dann ist es auf jeden Fall schon sehr viel besser. So, wir holen uns Vogel, weil wir jetzt schon Wasser komplett maxed haben. Und dann machen wir es mal ein bisschen schneller. Da haben wir noch ein paar andere Länder infiziert. Und noch ein paar mehr. Sterilisationsfilter in Flugzeugen, meine ich. Ja, dann holen wir uns einfach hier Luft 1. Und dann können wir sie wieder infizieren. Wir hätten natürlich warten können, bis das als Mutation auftritt. Und da haben wir Grönland. Oder? Ja, da haben wir Grönland. Ausschlag mutiert, können wir leider nichts dran ändern. Denn es kostet nämlich Geld. Hier. 3 DNS-Punkte. Absolut überteuert. Deshalb nehmen wir uns noch Schwitzen dazu, damit wir gar nichts mehr dran ändern können. Und wir holen uns erstmal Arzneimittelresistenz, und danach holen wir uns virale Instabilität. Dann kann die Seuche noch schneller mutieren. Unter anderem eben auch die Übertragungswege. Und das sind sehr schöne Nachrichten da oben. Hilfe, ich stecke in der Newsleiste fest. Sehr schön. Viel Spaß dort in der Newsleiste. Und virale Instabilität und auch noch die dritte Stufe. Jetzt wird spaßig. Es wird unkontrollierbar. Ja, ich kann selbst die Viren jetzt nicht mehr aufhalten. Ich habe sie jetzt freigelassen in die Wildnis. Holen wir uns viel Bestand. Ah, Luft-2-Übertragung mutiert. Perfekt. Dann können wir jetzt sehr schnell andere Länder infizieren. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Das ist eigentlich schon zu spät für euch, denn ich bin auf dem Weg. Ah, Kasachstan arbeitet an Heilmittel. Das müssen wir verhindern. Das ist die einzige Sache, die nicht automatisch passieren wird. Deshalb müssen wir das hier verlangsamen. Ihr seht, das ist ein ziemlich aggressives Vorgehen im Vergleich zu den letzten paar Malen. Wir haben sehr früh sehr viele Symptome. Und wir holen uns hier Hautläsionen, weil es eine sehr hohe Ansteckungsgefahr hat. Und wir wollen eine sehr hohe Ansteckungsgefahr. Und da haben wir schon ein paar mehr Länder. Schweres Erdbeben in China. Oh nein, 1200 Leute tot. Und Nagetier 1. Sehr schön. Wir brauchen eigentlich hier gar nichts mehr zu machen. Ich würde gerne genetische Verhärtung holen. Also die zweite Stufe. Und da haben wir es. Damit sie langsamer die ganzen Sachen erforschen können. Und ich würde jetzt auch das Spiel ein bisschen langsamer laufen lassen. Wir haben eine Menge Punkte. Wir haben gerade mal ein Drittel der Welt infiziert. Holen wir uns hier Insekt 1 und 2. Starkes Bioaerosol. Wir haben das Maximum hier freigeschaltet, zwischen Luft und Wasser. Das ist sehr, sehr gut. So kann es in feuchten und auch in trockenen Gebieten besser überleben, sowie auf Flugzeugen und auf Schiffen übertragen werden. Und wir haben Madagaskar. Und wir haben 30 DNS-Punkte. Was machen wir damit? Keine Ahnung. Nichts. Wir lassen das Spiel ein bisschen laufen. Hämophilie-Symptom mutiert. Toll. Kann ich nicht ändern. Ja, China beginnt zu zerfallen. Warum eigentlich? Ja, es sind doch nur viele Leute infiziert. Tumore haben wir auch noch. Ihr seht, es läuft komplett außer Kontrolle. Ich kann gar nichts mehr hier machen. Wir haben schon mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung infiziert. Und es sind noch nicht mal 10 Minuten rum. USA liegt ein bisschen hinterher. Deshalb machen wir mal was dagegen, indem wir hier starke Zoonosen holen oder auch nicht. Wir wollen das nämlich
bekommen als automatisches Upgrade, weil die ziemlich teuer sind. In Südostasien ist die erste Person gestorben. Das tut mir leid. Innere Blutung, mutiert. Sehr schön. Welche Länder haben wir noch nicht infiziert? Marokko. Alle anderen Länder haben infizierte Personen. Und das hier ist ein sehr merkwürdiger Graph. Er hat es abgeflacht und dann sehr stark angestiegen, wieder abgeflacht und steigt jetzt wieder sehr stark an. Okay, wir müssen Großteil von Afrika bekommen und eben auch die USA. Deutschland schließt Flughäfen. Oh nein, wie schlimm. Fiebersymptom mutiert. Und wir haben Marokko. Also wir sind jetzt eigentlich bereit, die ganze Welt umzubringen. Frankreich bei Heilmittelforschung führend. Heilmittel ist bei 11%. Das werden wir verhindern. Genombildung 3 können wir uns leider nicht holen. Dann holen wir uns hier ein paar weitere Symptome, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Entzündungssymptom mutiert. Ja, kann ich nicht ändern. Wie gesagt, Frankreich ist bei der Forschung und es sind über 1 Million dort infiziert. Wir lassen mal das Spiel ein bisschen schneller laufen. Abszesse mutiert und wir überfallen gerade Afrika. Ja, das sieht richtig schlimm aus. Die USA ist auch schon dabei. Und Angola fehlt noch. So ziemlich das einzige Land, das noch annähernd grün ist. Hämatophagie-Übertragung mutiert, okay. Stark. Das ist das hier unten. Ja, eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr. Also, oh. Oh, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich dachte, ja, okay, doch nicht. Das lassen wir mal schön. Wir holen uns die paar Sachen da, Lähmung und Koma, die schwächen nämlich das Heilmittel, die Heilmittelforschung ab. Und hier haben wir die ganze Welt infiziert. Sieht doch wunderbar aus. Ja, ich mache mal kurz einen Screenshot gemacht und dann geht's weiter. Okay, ja. Irgendeinen Schock haben wir freigeschaltet. Wir haben so ziemlich alles, bis auf die tödlichen Sachen hier. Vollständiges Organversagen 36 Punkte und Nekrose 35 Punkte. Also da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Aber nicht lang, denke ich mal. Lungenentzündung, okay. Und wir haben ein paar Punkte zu wenig, da haben wir sie. Organversagen. Und Anfälle. Und wir haben die halbe Bevölkerung schon ausgelöscht. Starke Blutung-Symptom-Kombo. Die gesamte Menschheit ist infiziert. Und Heilmittelforschung liegt bei 33%. Wir haben eigentlich schon gewonnen. Ich würde das aber gerne noch ein bisschen verlangsamen. Genombildung 3 haben wir jetzt hier. Und wir holen uns, Organversagen haben wir. Holen wir uns noch Nekrose, damit das noch schneller, noch mehr tötet. Wir haben 100 Millionen Menschen noch, 20 Millionen, 10 Millionen und die Zahlen gehen runter wie sonst was. Die letzte halbe Million, so sieht die Menschheit jetzt aus. Ja, wir werden die Menschheit vernichten. Und hier mache ich nochmal einen kurzen Screenshot. Aha. So, und dann lassen wir das mal fertig laufen. 200.000, 100.000. 40.000 und holen wir uns noch Kälteresistenz, einfach so zum Abschied. Die da oben im Norden, ach, die sind alle tot. Und gewonnen. Krankheitsverlauf sieht so aus. Ja, da haben wir sehr hohe Ansteckungsgefahr sehr früh. Tödlichkeit kam sehr spät erst mit rein. Und das sieht sehr gut aus, ja, der Weltverlauf. Die Infektionsrate war am Anfang ein bisschen holprig, aber dann haben wir sehr schnell alle infiziert und Tote ist hochgegangen wie sonst was, durch die gesamte Decke durch. Heilungsverlauf sieht gut aus. Nur 415 Tage haben wir gebraucht, das ist sehr schön.
Und wir haben tatsächlich eine Gesamtbewertung von 3 bekommen. Wir haben eine komplexe DNS-Sequenz, Schwierigkeitsgrad normal, Krankheitstyp Virus, Zeit 415 Tage, nur 29% von der Heilmittelforschung und ja, wie gesagt, schon 3 Sterne Bewertung. Und das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.